Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich grüße Sie recht herzlich zu unserem Gottesdienst am 9. Sonntag nach Trinitatis. Der Wochenspruch, den wir am Anfang und am Ende hören, steht im Lukas-Evangelium Kapitel 12 und lautet: Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen, und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Ich wünsche uns nun allen einen gesegneten Gottesdienst. Mein Name ist Hermann Witter und wir feiern diesen Gottesdienst heute in der gewohnten badischen Liturgie, mit Liturgie von vorne bis hinten. Alles Gute. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Lasst uns dem Psalm, wie er angeschlagen ist, 732, im Wechsel beten. Lesen Sie bitte die eingerückten Zeilen. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzes Mensch schaut nach dir, aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wolle gern sehen deine Macht und Herrlichkeit. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist
Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Große Gaben. Viel Gutes haben wir von dir. Wie viel Wertvolles vertraust du uns an? Menschen sind da, die uns liebevoll begleiten. Einen Ort haben wir, an dem wir sicher leben. Alles, was wir sind und haben, kommt von dir. Ob wir das wirklich begreifen und zu schätzen wissen, schenke uns ein dankbares Herz. Kyrie eleison. Gott traut uns viel zu und macht uns Mut. Der Apostel ruft uns zu: Dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Ehre sei Gott in der Höhe. Nehmen Sie bitte Platz, wir singen jetzt das nächste Lied. Lasst uns beten. Gott, du hast uns reich beschenkt. Lass uns dankbar und verantwortlich mit unseren Gaben umgehen, den Menschen zugewandt, dir zum Lob. Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir hören die Lesung für den 9. Sonntag nach Trinitatis, Matthäus 25, die Verse 14 bis 30. Jesus sprach: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2. Dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit, und ging außer Landes. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu.
Ebenso gewann der, der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere hinzu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat herzu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach: Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut. Siehe da, ich habe 5 Zentner dazu gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du guter Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 2 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut. Siehe da, ich habe 2 dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über viel gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 1 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe da, hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihn den Zentner ab und gebt ihm den, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Wenn dein Wort offenbar wird, so erfreut es uns und macht klug die Unverständigen. Halleluja!
sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, den Predigttext haben Sie eben gehört. Und es bleibt die Erkenntnis, dass dieses Gleichnis von den anvertrauten Talenten in kirchlichen Kreisen sehr gut bekannt ist. Daher möchte ich meine Aufmerksamkeit nicht zu sehr auf die ersten beiden, Knechte, Angestellten, wie immer sie wollen, richten, sondern auf den dritten in den Blick nehmen. Versteht ihr mich, Adolf? Alles klar, gut. Die ersten beiden haben wohl etwas richtig gemacht. Dies ist scheinbar dem dritten nicht gelungen. Wo liegt der Fehler? Was hat der Chef an ihm auszusetzen? Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob er dafür kritisiert wird, dass er das Geld nicht effektiv genug angelegt hat. Ist das wirklich so? Liest man die Geschichte nochmal, fällt einem auf, dass der Dritte dem Geldgeber, seinem Chef, ganz ordentlich die Leviten liest. Wird er etwa dafür bestraft, dass er den Mund zu weit aufgerissen hat, dass er ihm den Spiegel vorhält? Könnte sein, denn, wir haben es vorhin gehört, ich wusste, dass du ein harter Herr bist, deshalb hatte ich Angst und versteckte dein Talent in der Erde. Hier hast du das gesamte Geld zurück. Ein Talent Silber erhalten, ein Talent vollständig zurückgegeben, das ist doch auch etwas, das man würdigen könnte. Liebe Gemeinde, wenn es in diesem Gleichnis um die Frage gehen würde, wie legt man Geld in Nullzinszeiten risikolos an, könnte man das ja noch durchgehen lassen. Aber darum geht es Jesus nicht. Er will keinen Beitrag in einer Zeitschrift zur Anlagestrategie von volatilen Finanzmärkten schreiben, sondern auf etwas anderes hinweisen. Das Stichwort, um das es geht, wie ich meine, heißt Angst. Der dritte Knecht sagt es ganz deutlich: Ich hatte Angst. Man muss kein Psychologe sein, um zu wissen, dass Angst lähmt. Angst engt den Blick ein. Angst macht unsicher. Angst raubt Selbstbewusstsein. Im Gegensatz zu seinen Kollegen hat der Dritte vor dem Geldgeber Angst. Er möchte auf keinen Fall einen Fehler machen. Angst isoliert. Und ironischerweise steht er am Ende da, wo er auf keinen Fall hin will. Er bleibt in der Finsternis stehen, mit klappernden Zähnen und Rinnen in den Augen. Er bleibt in seiner Angst gefangen und ist blind für das wahre Wesen seines Herrn. Er kann aus lauter Angst nicht sehen, wie sein Herr wirklich ist, dass er nicht alle über einen Kamm schert, dass er keinen überfordert, dass der Herr Rücksicht nimmt auf den dritten Knecht und jedem seiner Angestellten nach seiner Fähigkeit gibt, dem einen mehr, dem anderen weniger. Und dass auch der Herr ihn loben will als einen tüchtigen und treuen Diener. Liebe Gemeinde, wir finden diese Vertrauensgeschichte fast am Ende des Matthäusevangeliums, im 25. Kapitel.
In diesen Schlusskapiteln geht es Matthäus darum, uns zu sagen, was ihm wichtig ist, das Wichtige herauszustellen. Ihm, dem Matthäus, geht es um das Verhältnis von Gott und den Menschen, das von Vertrauen und nicht von Angst geprägt sein sollte. Zur Zeit Jesu, genauso wie heute, gehört es zum Alltag, zum Alltagsgeschäft von Bankmitarbeitern. Damals waren das in unserem Text Sklaven und Diener, mit dem Geld ihrer Kunden zu wirtschaften. Der Herr in unserer Geschichte gibt nicht nur sein Geld der Bank, sondern auch einen Vertrauensvorschuss. Und der Vertrauensvorschuss besteht darin, dass er darauf vertraut, dass die Bankmitarbeiter mit dem Geld nicht türmen, dass sie nicht betrügen und dass sie das Richtige nach ihren Kenntnissen tun. Der Herr traut ihnen etwas zu. Auch heute geht es nicht ohne solch einen Vertrauensvorschuss, wenn wir Geld zur Bank tragen. Wir haben das in der Finanzkrise gesehen. Deswegen war es gut, dass der Staat die Garantie für unsere Einlagen übernommen hat, denn wenn erstmal das Vertrauen in die Sicherheit von unserem Geld weg ist und die Leute das Geld von der Bank abheben, wird es für die Geldinstitute und für die gesamte Volkswirtschaft schwer, wieder in Tritt zu kommen und neues Geld anzulegen. In unserem biblischen Text geht es um eine Riesensumme. Matthäus nennt die Zahlen und diese Riesensumme steht für das riesengroße Vertrauen, das Gott in seine Diener setzt. Aber vor ihrem Handeln, vor dem erfolgreichen Geschäften steht das große Vertrauen, das der Herr in sie hineingesetzt hat. Die beiden Ersten erspüren diese Kraft, dieses Vertrauen und lassen es in sich wirken. Es macht sie frei, das Richtige zu tun. Es lässt sie selbstbewusst werden und es lässt sie an ihren Aufgaben wachsen. Glaube und Vertrauen sind so etwas wie die Türöffner, mit denen Christen ihr Verhältnis zu Gott bezeichnen könnten. Mit solchen Worten hätten die Menschen der damaligen Zeit das Verhältnis zu ihren Göttern nie und nimmer beschrieben. Die Anhänger des biblischen Gottes zeichnen sich gegenüber den Andersgläubigen, früher hätte man gesagt den Heiden, dadurch aus, dass sie keine Angst vor Gott haben. Sie müssen ihren Gott nicht gnädig stimmen durch Opfergaben. Diese innere Gewissheit stärkt und nimmt den Christen die Angst. Sie haben es längst gemerkt, in dem Gleichnis wird mit dem Wort Talent gespielt. Die deutsche Sprache macht es uns leicht. Unter Talent verstehen wir nicht nur eine Währung, sondern auch eine Begabung. Und deshalb haben wir schon beim Hören verstanden, es geht eigentlich nicht ums Geld, sondern um Talente, um Begabungen für unser Leben. Wir alle haben die Erfahrung gemacht, Menschen schätzen unsere Talente. Bei dem einen so, bei der anderen so. Denn unsere Talente sind ja nicht nur für uns alleine da. Wir machen vielen eine Freude damit. Menschen haben zum Beispiel das Talent zuzuhören und die Sorgen von anderen Leuten zu erspüren. Das tut uns allen gut. Und wie hilfreich sind Menschen, die in schwierigen Momenten die richtigen Worte finden. Der Apostel Paulus spricht im Römerbrief davon, dass Christen ihre Gaben und Begabungen dazu nutzen mögen, die Gemeinde Jesu Christi aufzubauen und auch aufzuerbauen und sich gegenseitig zu unterstützen.
Wahr ist aber auch, nicht alle bringen ihre Talente ein. Manche neigen dazu, ihre Begabungen für sich zu behalten oder, um das Bild aus unserem Gleichnis aufzunehmen, es zu verbuddeln. Vielleicht neigen wir ja nicht nur als Einzelne dazu, bisweilen unsere Talente zu verstecken, sondern auch die Kirche insgesamt. Möglicherweise sind wir als Kirche zu träge geworden, unsere Talente einzusetzen, sie zu aktivieren. Und dabei haben wir doch als Kirche große Talente schon in der Geschichte entwickelt und die immer noch fortwirken. Unsere Kirche hat ein großes Herz und ein großes Wissen darum, wie man Menschen in Not helfen kann. Es gibt ja nicht nur die materielle Not. Manche werden sicherlich auch schätzen, wenn wir verständlich ohne Worthülsen über unseren Glauben sprechen und über das, was uns Hoffnung macht, was uns eine Perspektive über den Tod hinaus gibt. Unsere Kirche hat viele Ehrenamtliche. Sie sind ein wahrer Schatz. Unter diesen gibt es unzählige Talente. Das ist ein riesiges Potenzial, mit dem wir unsere Gemeinde bereichern und Menschen für die Sache Jesu begeistern können. Wie die Diener in der Geschichte haben auch wir, jeder von uns, Sie und ich, einen Vertrauensvorschuss von Gott für unseren Lebensweg bekommen. Er traut uns etwas zu. Und sein Vertrauen kann uns heute motivieren, unsere vergrabenen Talente zu entdecken, zu heben, uns daran zu erfreuen und uns für andere einzusetzen. Das wird sicherlich nicht automatisch funktionieren. Damit uns das gelingt, brauchen wir manchmal Weisheit und manchmal Mut. Oder beides zusammen. Ich glaube, beides, Weisheit und Mut, sind wichtige Voraussetzungen dafür. Und darum sollten wir Gott bitten, damit wir unsere Begabungen richtig einsetzen. Gib uns Weisheit, schenk uns Weisheit, schenk uns Mut. Das nächste Lied. Amen. Ich darf Sie bitten, sich zum Fürbittengebet zu erheben. Herr, himmlischer Vater, du hast unser Leben reich gesegnet.
Du hast uns vieles in die Wege gelegt, welches wir uns selbst nicht verdienen konnten. Du hast uns mit Gaben ausgerüstet, die wir als Geschenke von dir verstehen. Wir bitten dich, hilf uns, dass wir auch die Aufgaben sehen, die du uns mit den Gaben gegeben hast. Lass uns verantwortlich mit dem umgehen, was du uns anvertraust. Herr, hilf, dass unsere Gemeinde ein Ort sei, wo jeder geachtet und anerkannt wird, wo jeder seine besonderen Begabungen einbringen kann zum Wohle aller. Lass die Älteren unter uns nicht müde werden im Gebet und in der Fürbitte für andere. Wir bitten dich, lass uns mutig sein, an deine Gegenwart zu glauben, wenn alles unter uns wankt. Und so bitten wir dich heute für die Angehörigen von Edeltraud Röck, die am 8.8. urnenbestattet wurde und im Alter von 84 Jahren gestorben ist. Herr, sei du den Trauernden nahe und gib ihnen Menschen zur Seite, die ihnen beistehen. Sei auch bei jenen, denen kein Arzt mehr helfen kann, die nur noch den Tod vor Augen haben, dass sie gerade in dir Geborgenheit finden. Herr, du willst uns hören, wenn wir dich von Herzen bitten. So bitten wir dich, erhöre uns. Amen. Und gemeinsam beten wir nun weiter, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Nehmen Sie bitte zum Schlusslied Platz. Thank you.
Ganz herzlichen Dank, Herr Pfarrer Bitter, für den Gottesdienst heute. Und auch ein herzliches Dankeschön an Frau Mehnert, die uns heute an der Orgel begleitet hat, und Manuel Jenne und allen, die zum Gelingen dieses Gottesdienstes beigetragen haben. Den nächsten Gottesdienst feiern wir am 21.08. um 10.30 Uhr mit Herrn Pfarrer Gerhard Joost. In den Sommerferien findet kein Kindergottesdienst statt. Wir wünschen allen Kindern und Familien eine schöne Ferienzeit und freuen uns, euch nach den Sommerferien wieder im Kindergottesdienst begrüßen zu dürfen. Euer Kindergottesdienst-Team. Die Kollekte des heutigen Gottesdienstes ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Gott segne die Gebenden und die Gaben. Wir laden ganz herzlich zum Seniorennachmittag am Dienstag, den 23.08. ab 14.30 Uhr in den Gemeindesaal ein. Das so wichtige Thema Wasser wird uns den Nachmittag über begleiten und natürlich soll Gespräch und Genuss nicht zu kurz kommen. Wir freuen uns auf alle Interessierten. Der Bibelspruch für die kommende Woche steht in Lukas 12, Vers 48b. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.